Herzlich willkommen bei meinem Faktensender. Heute gemischt mit... In der heutigen Sendung geht es um den Märchenpfad in Wollrode. Fakt Nummer 1. Wollrode hat einen wunderhübschen Märchenpfad. Der Weg, der zum Märchenpfad führt, kann mit dem Fahrrad, zu Fuß oder sogar mit Krücken bestiegen werden. Er ist ca. 1,2 Kilometer lang. Er führt durch den schönen Sörewald von dem Wasserhäuschen in Wollrode bis hin zu dem Christteich. Dort findet ihr, wenn ihr ganz genau hinseht, gemalte Holzfiguren. Des Weiteren können wir von dem Wasserhäuschen das schöne Wollrode sehen. So kommen wir nun schon zu Fakt Nummer 2. Die Dorfkünstler Hansi und Wally haben diese Figuren mit Liebe zum Detail gebaut. Fakt Nummer 3. Die Idee und die Bemalung der Figuren kommt aus dem Hause Reinbold. Fakt Nummer 4. Die erste Begehung des Märchenpfades war im Mai 2016. Der Geldgeber des Märchenpfades ist der DVV 73 Wollrode, der Dorfverschönerungsverein von Wollrode. Fakt Nummer 5. In dem Märchenpfad verstecken sich 11 Märchen. Kennt ihr sie alle? Zum Beispiel sehen wir Rotkäppchen, Rapunzel, der böse Wolf und die 7 Geißlein, Aschenputtel, die Bremer Stadtmusikanten, den Sternentaler. Der Weg ist auch für die Älteren unter uns gedacht. So hat man öfters eine Bank stehen, um sich mal auszuruhen. Rumpelstilzchen, den gestiefelten Kater, Frau Holle, Hänsel und Gretel, Schneewittchen und an dem Christteich finden wir den Froschkönig. Ich hoffe, dieses Video hat euch wieder sehr gut gefallen und schaltet ein bis zum nächsten Mal. Und ich markiere euch hier oben nochmal einen Fragebogen zu dem Märchenpfad. Und dann sehen wir, ob ihr die Märchen kennt oder nicht kennt. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, ob ihr euren Kindern alle Märchen erzählen und erklären konntet.